Hey da Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Guide-Video. Diesmal habe ich wieder ein richtig cooles Deck für euch. Es ist ein Tier-Drachen-Deck, ist ein Control-Deck. Und ich habe die Karte des Monats September darin verbaut. Das ist Klinge des Kaisers. Es ist eine sehr solide Karte, wie ich finde. Hat für 4 Magiker 4-5 und Wächter und noch erschlagen. Und wir erhalten 3 Gesundheit, wenn wir eine Kreatur töten. Das ist schon ziemlich cool. Diese Karten in diesem Deck, die Drachen oder die Karten allgemein, bauen aufeinander auf. Ich möchte es einfach mal mit euch ganz kurz durchgehen, was alles hier drin ist. Wir haben hier Hinrichten, um kleine Kreaturen fertig zu machen. Der uralte Ausguck hat, wenn du einen Drachen beschwörst, beschwöre einen 1-1er Draug. Wache mit Wächter ist wirklich sehr, sehr praktisch, hat mir schon manche Matches wirklich ausgeholfen. Windburg Magierkrieger, um am Anfang einfach mal ein bisschen mehr Kontrolle ausüben zu können. Ganz klar, Baumhirte, wir wollen die ganz großen Viecher aufs Feld bekommen. Dafür brauchen wir Magiker. So, dunkler Wächter. Sehr coole Karte, wie ich finde, eine meiner Lieblingskarten. Hat Wächter und wenn der Gegner eine Prophezeiung zieht, dann ziehen wir ebenso eine Karte. Muss natürlich auf dem Feld sein, das nicht vergessen. Das vergesse ich nämlich manchmal, ihn aufzurufen, bevor ich angreife. So, dann haben wir den Klippenausguck. Wenn du einen Drachen beschwörst, erhält Klippenausguck 1-1. Das ist wirklich sehr praktisch, vor allem wenn du es auch mit der ostkaiserlichen Handwerkerin kombinierst. Und zwar ist es so, wenn du eine andere Kreatur mit 5 Gesundheit oder mehr beschwörst, gibst du der Kreatur, die du beschwörst, 1-1 und Wächter. Also du kannst dich richtig gut verteidigen mit diesem Deck. Dick von Azura, ganz klar, das Dick von Azura darf auch hier nicht fehlen. Schwarmverteidiger, ganz klar. Verehrter Wächter, wir brauchen klar unsere Drachenwächter. Verschlingen, auch ziemlich cool. Vernichte eine Kreatur mit 4 Macht oder weniger und gib einem zufälligen Drachen auf deiner Hand ihre gesamten Schlüsselwörter. Meistens bekommt der verehrte Wächter ab. Durchdringender Speer, wir wollen ja aufräumen, ganz klar. So, Knorpelpanzer Droik, den sieht man nicht so oft. Wenn Knorpelpanzer Droik Schaden erleidet und überlebt, ziehe eine Karte. Ist ganz klar drin, weil wir die ostkaiserliche Handwerkerin drin haben. Dann bekommt er Wächter und dann müssen die schon gegengehen und wir ziehen eine Karte. So, Ahnenblutgrat, wir wollen Magika. Nahglief, eine richtig gute Verteidigung. Skelettdrache hat ebenso Wächter und bei Beschwörung gibt er allen Kreaturen im Ablagestapel +2/+2 und hat letzten Atemzug. Das heißt, ziehe eine andere zufällige Kreatur aus deinem Ablagestapel. Wenn es dann so ein Manticore ist, ist das schon sehr cool. Manticore dreimal, ganz klar, wir wollen am Ende aufräumen können und die Bedrohung real halten. So, Paraturnax. Wir nehmen 3 zufällige Schreie auf die Hand und reduzieren ihre Kosten auf 0. Sehr, sehr mächtige Karte, um am Schluss quasi dem Gegner den letzten Rest zu geben. Und Alduin, den habe ich bisher noch nicht beschwören können, kostet 2 weniger für jeden Drachen in einem Ablagestapel und bei Beschwörung vernichte alle anderen Kreaturen. Vernichte alle anderen Kreaturen, beschwöre am Beginn deines Zuges einen zufälligen Drachen von deinem Ablagestapel. Das ist schon ziemlich cool, vor allem, es müssen ja schon sehr viele Drachen also getötet worden sein, dass du ihn dann rufen kannst und dann vernichtest du alles andere auf dem Board. Und dann, wenn der Gegner es schafft, ihn direkt zu töten, dann rufst du nochmal einen Nahaglieb auf oder sowas. Oder einen Paraturnax oder so, und das ist schon ziemlich cool. Also, das heißt, auf jeden Fall überleben, Leute. Auf jeden Fall überleben und das werden wir jetzt auch versuchen. So, Manticore ruhe ich noch ein bisschen aus. Schwarmverteidiger, einer reicht erstmal. Okay, wir schauen wieder mal, was der Gegner so zu bieten hat. Je schlechter die Chancen, desto stets auf warmen Sand laufen. Das scheint eher so ein aggressiver Zeitgenosse zu sein. Okay. Wir spielen einfach erstmal hier den Baumhirten. Brauchen ein bisschen mehr Magiker. Die
des Lebens. Das ist doch kein aggressives Kerlchen. Nehme ich mich zurück. Wir spielen den Schwarmverteidiger aus Gründen. Weil den dunklen Wächter, den möchte ich dann ausspielen, wenn wir eine Rune vernichten. Aber das kommt eigentlich selten vor. Von daher spielen wir lieber den dunklen Wächter. Nee, Schwarmverteidiger ist schon besser. Dunkler Wächter hat weniger Magiker, den können wir also leichter ausspielen als jetzt einen Schwarmverteidiger. Meine Klauen sind scharf und durstig. Das ist natürlich jetzt richtig scheiße. Verschlingen wäre super. Jetzt haben wir das leider nicht. Gehen hier erstmal weg. Dann spielen wir den mal links. Wir können dann in der nächsten Runde das Anblut spielen, dann bekommt er 1-1 mehr. Können wir auf der linken Seite mal ein bisschen was aufbauen. Oder nicht aufbauen. So, das Gute ist, wir haben den Windburg-Magier. Und können ihn damit mal so ein bisschen nerven. Ob er uns da jetzt die ganze Zeit hier mit dem mit dem 1-1 erstochert, kann mir jetzt egal sein. Okay, der Typ ist doch ein bisschen aggressiver, als ich dachte. Nichtsdestotrotz, die kommt trotzdem weg. Die Kosten der Karten deines Gegners sind im nächsten Zug um 1 erhöht. Ist jetzt gar nicht mal so schlimm. Bisschen was halten wir ja aus. Okay, spielen wir das Anblut. Wir wollen Patronax auf jeden Fall aufs Board bekommen. Je schlechter die Chancen, desto süßer der Wir haben aber noch genug Wächter, um einigermaßen aushalten zu können. Zum Beispiel so hier. Der soll er jetzt erstmal glotzen. Je schlechter die Chancen, desto süßer der Sonnenwasser. So, da muss er zum Glück reingehen, das ist gut. So, wir brauchen noch nicht mehr lange, dann können wir Patronax spielen. Ich werde den Hist beschützen. So, dann können wir hier mal erstmal die Kombi raushauen. Dann haben wir sowas hier. Bam. So, da kommt er da gerade mal nicht vorbei. Und hier könnten wir uns verteidigen, würde natürlich weniger Sinn machen. Wir könnten aber in der nächsten Runde den Patronax links spielen und da hätten wir dann die Bedrohung, die wir brauchen. Ich spiele aber trotzdem schon mal den Windbock-Magier, damit wir damit ein bisschen noch Schaden machen können. Vielleicht widmet er seine Aufmerksamkeit dem Magier-Krieger, das wäre ganz gut. Dann würde er nicht so arg ins Gesicht gehen. Dann hätten wir da mehr Gelegenheit, den Patronax auszuspielen. Und hätten dann noch die ganzen Schreie auf der Hand. Weil viele Karten haben wir leider nicht mehr. Das wäre natürlich dann, ja, schon ein bisschen so von Vorteil, wenn er ein paar Runen bricht. Wenn wir da wenigstens den Kartenvorteil haben. Vor allem dann mit Patronax. Meine Klauen sind scharf und durstig. Der ist natürlich jetzt wieder sehr nervig.
Okay, der widmet seine Aufmerksamkeit der Kreatur, das ist schon mal super. Okay, da könnten wir Verschlingen einsetzen. Und könnten hier noch ein bisschen warten. Dann hätte der auch noch Gift. Wäre sogar nicht so schlecht. Wir machen das erstmal so. Dann bleibt hier die Verteidigung erstmal real. Das ist sehr, sehr positiv. Nee. Okay, Patronax hat jetzt auch tödlich. Das heißt, mach ruhig mal ein paar Sachen. Und das Gute ist, er hat auch Wächter. Durch sie. Und 1-1, also hat er 10-10. Jetzt darf er erstmal glotzen, wie er daran vorbeikommt. Okay. So, Patronax ready to fight. Okay, Seelenriss. Sehr gut. So, Seelenriss. Was haben wir denn Feines hier auf dem Ablagestapel? Auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall eine Verteidigung. Ahnenblutgrad könnten wir natürlich ausspielen. So, entferne eine gegnerische Kreatur mit 3 Macht oder weniger. Feueratem, füge einer Kreatur 2 Schaden zu. Khajiit schämt sich. Wir könnten aber auch warten, bis Patronax stirbt. Dann könnten wir ihn einfach wieder aufrufen. Das wäre doch eine Möglichkeit, oder? Okay. Das wäre auf jeden Fall besser. Noch sind wir nicht in so einer Bredouille, dass ich jetzt darauf angewiesen bin. Die können wir immer noch später spielen. Je nachdem, was der Gegner jetzt so tut. Ich meine, er kommt jetzt auch auf eine Ebene, wo es sehr, sehr gefährlich wird. Deswegen, da müssen wir vorbereitet sein. Okay, Manticore, Gott sei Dank. Da können wir einfach mal 2 Schaden zufügen. Und hätten dann mit dem Manticore eine solide Verteidigung. Und holen uns dann einfach wieder Patronax wieder. Aha. Ach, den. Okay, Manticore können wir trotzdem spielen. Okay, Manticore, Feueratem. Das klingt nach einem Plan. Machen wir erstmal so. Dann Manticore. Der ist schön gefährlich. So. Wir holen uns einfach Patronax wieder. Das Bittere ist, sie stirbt. So, Patronax, gib ihm. Stirb wie ein Hund. Okay. Das ist die einzige Kreatur, die jetzt noch gefährlich ist. Sobald die weg ist, könnten wir da eine wirklich solide Verteidigung aufbauen. Das ist kein Problem, wir haben ja Verschlingen. So. Setzen wir erstmal Verschlingen ein.
Monster Patronax hat tödlich. Das Risiko möchten wir jetzt natürlich nicht eingehen und spielen lieber erstmal den Manticore. Töten diese Hiese. Und warten jetzt ab. In der nächsten Runde können wir dann den Patronax spielen. Sowas wie Blitz und sowas hat er ja nicht. Das ist ja das Gute. So, jetzt könnten wir einen guten Angriff aufbauen. Tun wir mal mit der linken Seite spielen. Gib einer Kreatur minus 1-1. Beschwöre einen 3-3er Sofengarde. Ja, wieso eigentlich nicht? So, es wird Zeit, dass wir dann auf jeden Fall Damage machen. Das werden wir dann in der nächsten Runde tun. Den uralten Ausguck. Jeder Damage zählt, oder? Wir haben 17. 24. 26. Das würde sehr knapp werden. Wir sollten vielleicht ein bisschen Schaden schon machen. Und mal gucken, was dabei rauskommt. Damit wir uns so langsam nähern können. Machen wir mal so. Ja. Das reicht auch schon. Okay, spielen wir den mal aus. So, schauen einfach mal. In der nächsten Runde greife ich dann komplett an. Weil es sonst zu gefährlich werden würde, wenn er jetzt noch irgendwie irgendwas Böses mit Ansturm hat oder sowas. Und jetzt vor allem wird es Zeit. Okay. Machen wir uns mal bereit. Wir greifen erstmal. So was hier nun. Hier, bam. Und bam. Okay, der hat nichts. Das ist schon mal richtig geil. Okay. Bam. So, wenn er irgendwas hat, was ihn jetzt noch irgendwie verteidigen sollte oder sowas, haben wir immer noch Feueratem und Lebenskraft entziehen. Das ist. Schon relativ egal. Können wir so spielen. Wir hätten auch hinrichten spielen können. Also die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Unendliche Macht! Oh, das Deck ist schon richtig cool. Das Deck ist richtig, richtig cool. Okay, das ist so eigentlich das optimale Rank-Deck. Du verlierst einfach nicht. Oh weh, Leute. Okay, next fight. So, für den Start eigentlich gar nicht so schlecht. Können wir direkt mal behalten. Hey da! Hey da! Wir warten natürlich erstmal und warten ab, was der so tut. Die alte Strategie. So, wir haben natürlich einen Archer. Der wird anstrengend. Mit dem Deck habe ich noch nicht gegen einen Archer gekämpft. Gucken wir einfach mal, was uns erwartet. So. Der Archer ist natürlich extrem darauf, irgendwas zu töten, was auf dem Board ist. Das heißt, wir werden nicht so allzu viele Kreaturen spielen. Nur das, was wir zur Verteidigung nötig haben. Das wäre auf jeden Fall dieser Hieser. So, der bekommt jetzt eine Karte, die minus 1 macht. Das heißt, ich kann ihn in der nächsten Runde gar nicht töten. Okay. Machen wir mal sowas hier. Wir haben natürlich auch allerlei Tricks auf Lager. So, ich überlasse ihm mal so ein bisschen das Sachen machen. Weil jetzt in die Offensive zu gehen, ist das Blödeste, was ich machen könnte. Gone.
Ja, das ist halt jetzt gut gespielt, aber der hat für diese Karte jetzt alle seine rausgehauen. Das ist halt schon mal geil. So, dann spielen wir mal das Ahnenblut hier. Wir müssen die 1-1er nämlich auf jeden Fall wegbekommen. Sonst wird das sehr, sehr gefährlich. Also die 1-1er, die er jetzt dadurch zieht, sind gefährlicher als das Minus 1, was davon kommt. In der nächsten Runde haben wir bereits 8 Magicka. Das heißt, die ganz gefährlichen Sachen, die können wir dann mit dem Manticore, den wir jetzt bereits zweimal auf der Hand haben, einfach mal wegräumen. Wir haben immer noch genug Verteidigung, falls er doch irgendwie aggro gehen sollte, was er meistens nicht tut. Der wartet erstmal, bis er genug auf dem Board hat. Und dann rastet er aus. Aber so leicht werden wir es auf jeden Fall nicht machen. Wir werden triumphierend untergehen, falls dieser Tag kommen möge. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dieser Tag ist noch fern. Es ist überfordert. Hoffentlich hat er keine Verbindungsprobleme. Das wäre doof. Ich möchte einen echten Fight. Hat natürlich auch Vorteile. Ich meine, ich steige auf. Wenn das eine Bonusrunde wäre, dann hätte ich mich darüber gefreut. Ey, das ist ja echt scheiße. Zum Gruße, Bürger. Oh nein. Der hat scheinbar Verbindungsprobleme oder gibt auf. Der hat aber richtig gut gespielt, deswegen ist es sehr, sehr bitter. Ich habe 2 linke Hände. Ich entschuldige mich. Er ist wieder da. Okay. Wir spielen unseren verehrten Wächter. Machen wir das mal in Kombination mit unserem Klippenausguck. Dass wir da nochmal eine Kreatur haben, die uns ein bisschen Action macht. Falls er den hier töten sollte, können wir da halt eben aus dem Schatten angreifen. Das ist ganz gut. Zum Gruße, Bürger. Was macht denn der? Typ, der hat sich doch gerade eben gemeldet. Jetzt. Okay, wir haben hier den Markt. Wenn du eine Karte mit Kosten 0 ausspielst, füge deinem Gegner einen Schaden zu und erhalte eine Gesundheit. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Diesen Markt. Okay. Wir haben jetzt leider keine Vernichtungskarte dafür. Wir sollten aber noch ziemlich viele davon im Deck schlummern. Der rastet natürlich wieder komplett aus. Aber der spielt wenigstens seine Karten alle aus. Und wird halt eben dazu gezwungen, sie auszuspielen. Und das ist von meiner Seite natürlich sehr gut. So, wir machen mal sowas hier. Greifen an. Und spielen den Windburg-Magier-Krieger. Er geht dann natürlich hier rein. Könnte den Klippenausguck töten. Aber noch sieht es ganz gut aus, denn wir sind in einer Magiker-Runde, wo jetzt uns natürlich zum Vorteil wird. Aber die ist seit Anfang an da und er kriegt sie echt beschützt. Das ist Wahnsinn. Ein scheiß Fluch da. Hermann Mora stellt uns auf die Probe. Der rastet wieder mit seinem Fluch total aus. Uiuiui. Ui, ui. Oh, jetzt ist er böse. Jetzt ist er böse.
Okay. Wir müssen hier genau aufpassen. Ich muss den hier echt wegbekommen. Der nervt. Der nervt extrem. Es tut voll weh, den Manticore dafür einsetzen zu müssen. Aber ey, mir bleibt ja schon fast keine andere Möglichkeit mehr. Obwohl ich so viele Verdichtungskarten habe, habe ich jetzt keine gezogen. Wir haben nur noch 18 Leben. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht spielt er ja noch diese blöde Fledermaus, die Entzug hat. Und wir klauen es dann einfach mit Verschlingen, geben es einem unserer Drachen und dann hat er auch Entzug. Das ist ganz cool. Aber dafür müssen wir erstmal Verschlingen haben. Ich bin zu allem bereit. So, was haben wir denn da? Fessel alle Kreaturen, die Schaden durch Dunmeer Fallenstellerin erleiden. Okay, dann muss die natürlich spielen. Das ist das Gute für uns. Die räumen wir ganz easy peasy aus dem Weg. Die ist sehr gefährlich. Weil wir jetzt nicht mehr so viel Leben haben. Der kommt aber nicht durch. Außer er macht krasse Sachen. Ich baue vorsichtshalber mal eine Verteidigung hier auf. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wir machen das mal lieber so. Machen wir mal so. Dann hat er da nochmal eine zusätzliche Verteidigung. Und in der nächsten Runde könnten wir dann Patronax spielen. Dann hätten wir da auf jeden Fall einen großen Vorteil. Er muss zum Glück reingehen, das ist gut. Er ist gierig nach der Karte. Ihr seht, er haut halt sehr viel raus. Und kann uns durch den ganzen Scheiß hier wirklich, ja, zusetzen. Deswegen ist es sehr, sehr gefährlich. Das sind jetzt so Karten, die müssen auf jeden Fall sterben. Weil ansonsten sind wir tot. Leider müssen wir da sogar reingehen. Ansonsten macht er uns so krass Schaden hier. Okay. Wir könnten natürlich jetzt den Manticore spielen. Was ich jetzt auch tun werde, denn ansonsten wird es zu gefährlich. Machen wir so. Wir könnten hier noch den uralten Ausguck spielen. Dass wenn wir dann den Patronax spielen, da nochmal ein bisschen Wächter reinkommt. Okay. Wir haben in unserem Deck auf jeden Fall Möglichkeiten, sowas hier wegzubekommen. Heute ist euer Todestag. So, okay. Wir müssen extrem aufpassen jetzt. Solche Karten bedeuten echter Tod. Den Tod. Okay. Da hat er auch noch Durchbrechen drin. So. Okay, was sterben muss, ist auf jeden Fall diese hier. Das ist ja schon mal klar. Okay, wir verteidigen uns erstmal. Dann müssen wir uns auch noch hier verteidigen. So, er hat keine Karten mehr. Das ist gut.
Sehr, sehr gut. Klippenausguck. Nochmal ein Wächter. Ich würde gerne nochmal einen Wächter spielen. Und hier nochmal den Klippenausguck. Und hier greifen wir an. Desto mehr Wächter wir haben, desto besser ist es jetzt. Die Strategie ist natürlich sehr, sehr gut. Ich habe schon lange nicht mehr gesehen, wirklich nicht. Deswegen war ich darauf schon gar nicht mehr gefasst. Okay. Zieh eine Karte, ist nicht gut. Okay. Wir spielen erstmal Patronax. Schauen einfach mal, was passiert. Okay. Seelenriss, sehr gut. Noch ein Seelenriss, perfekt. So. Wir packen das hier erstmal weg. Gehen hier rein. Und schauen gleich mal, was wir da so haben. Manticore. Wir brauchen den Manticore. Auf jeden Fall. Wir brauchen den Manticore, um Sachen machen zu können. Den kann ich aber immer noch in der nächsten Runde mit Seelenriss holen. Je nachdem, was ich da eben brauche. Wir greifen mal an. Demnächst müssen wir schließlich in die Offensive gehen. Mit Patronax haben wir jetzt natürlich die nötige Man-Stärke. Okay, damit killt er die hier. Ist jetzt in der Hinsicht so nicht das große Problem. Der muss auf jeden Fall sterben. Den könnten wir dann mit dem Manticore töten. Was ich jetzt auch tun werde. Wir holen erstmal Manticore zurück. Spielen diesen Hiesen natürlich aus. Töten diese hier direkt. Weil das ist halt der, der gefährlich wird. So, wir haben eigentlich genug Wächter. Der zerschellt an ihm. Lasst mich kurz mal rechnen. 15, 17, 17, 18, 21, 23. Wir hätten noch nicht mal genug Manpower. Glaubt ihr es? Okay, das zieht sich scheinbar noch ein bisschen hin. Ich habe jetzt noch zu viel Angst, ihm Sachen zu geben. Wir warten noch, bevor wir da angreifen. Weil wenn ich ihm jetzt viele Möglichkeiten gebe, ohne dass ich viele Möglichkeiten habe, es zu verhindern, sieht es natürlich sehr schlecht aus. So. Machen wir mal das hier. Spielen jetzt den Skelettdrachen. Damit hätten wir dann annähernd genug Kraft. Und spielen dann noch den Knorpelpanzer-Droik. Der ist jetzt nicht so wichtig. Spielen wir den lieber mal hier. So, in der nächsten Runde können wir angreifen. Da haben wir dann genug. Und dann sieht es sehr schlecht für ihn aus. Hermann Mora stellt uns auf die Probe. Zeit für den
Absolut, absolut knapp. Okay, jetzt wird's echt knapp. Scheiße. Okay, gut. Das machen wir schon. So. Das hier einzusetzen, das bringt uns jetzt auch nicht weiter. So, Patronax, gib ihm. Wichtiger Schaden. Machen wir hier. Jetzt hier. Jetzt. Wir haben Wallig. Nicht genug Manpower. Das gibt's doch nicht. Das gibt's sonst nicht. Irgendwas müssen wir doch haben können, um ihn aufzuhalten. Die ganzen Sachen bringen mich halt jetzt nicht weiter. Mit den zwei Leben kann ich halt auch nicht viel machen. Das würde uns natürlich auch überhaupt nicht retten. Wir haben nur zwei Leben, das ist also Quatsch. Wir setzen das jetzt einfach mal ein, weil wir es können. Jetzt können wir einfach nur hoffen, dass er nichts hat. Der macht echt Damage, ne? Wir hätten uns vielleicht langsam wie so ein Eichhörnchen nähern sollen. Okay, den kann er vernichten. Der hat scheinbar keine Null-Magiker-Karte. Das ist sehr, sehr gut. Und damit ist er uns natürlich dann... Ja! Boah! Okay.